Wie kommt es zu einer Ruhespannung von minus 65 Millivolt? Eigentlich ist die Zellmembran doch relativ undurchlässig für Ionen, aber wir können ja mal einen Kanal einbauen, der selektiv ist für Kalium und sehen, was passiert. Zunächst ist kein elektrisches Potential vorhanden, aber ein Konzentrationsgefälle von Anionen und Kaliumionen von innen zu außen, da die Kaliumkonzentration in der Zelle plus minus 20 mal höher ist als draußen. Die Anionen können nicht durch den Kanal, jedoch die Kaliumionen. Das heißt, positive Ladung verlässt die Zelle und das Zellinnere wird zum Zelläußere negativ. Es entsteht ein Potential über der Membran durch den Fluss von Ladung, also Strom, durch die selektiven Kaliumkanäle. Die selektive Durchlässigkeit für Kaliumionen sind also die Grundlage des Ruhepotentials. Es fließen Ionen jedoch nur, bis ein definiertes Potential von minus 80 Millivolt erreicht ist, da dem chemischen Potential nun ein entgegengerichtetes elektrisches Potential entsteht, das die positiven Kaliumionen wieder nach innen zieht. Bei minus 80 Millivolt stehen beide Kanäle im Gleichgewicht. Und was passiert noch in dieser einfachen Zelle? Die Nettodifferenz der elektrischen Ladung verteilt sich nicht irgendwo im Inneren der Zelle oder im extrazellulären Raum, sondern entsteht an der inneren und äußeren Oberfläche der Membran. Die Phospholipid-Doppelschicht ist so dünn, dass es elektrostatische Wechselwirkungen gibt zwischen den negativen Ladungen innen und den positiven Ladungen außen, die sich gegenseitig anziehen. Deshalb sagt man, dass die Membran die elektrische Ladung speichert in der Form eines Kondensators. Die Eigenschaft und Größe dieser Fähigkeit bezeichnet man als Membrankapazität. Das chemische Potential treibt also die Kaliumionen nach außen. Das elektrische Potential hält die Kaliumionen in der Zelle zurück, ist also dem chemischen Potential entgegengerichtet. Beim Ruhepotential sind chemisches und elektrisches Potential gleich groß mit entgegengesetzten Vorzeichen. Die Summe aus beiden Potentialen, das elektrochemische Potential, ist im Ruhezustand der Zelle gleich Null. Das elektrische Potential von ca. minus 80 Millivolt, das sich als Ruhepotential einstellt, wird eben auch Gleichgewichtspotential bezeichnet. Dies kann man auch genau errechnen, indem man eine Gleichung anwendet, und damit komme ich zur ersten der zwei Formeln, die wichtig sind, die auf Grundaussagen der physikalischen Chemie beruhen, die Nernst-Gleichung. Walther Nernst, ein deutscher Physiker und Chemiker, erhielt 1921 den Nobelpreis für Chemie für das Jahr 1920 als Anerkennung für seine thermochemischen Arbeiten. Nernst war auch an der Entwicklung des ersten elektronischen Pianos beteiligt, erfand eine neue Lampe und arbeitete an der Verbesserung des Verbrennungsmotors. Dies ist für uns nur nicht so von Interesse, sondern wir benötigen die nach ihm benannte Gleichung, die Nernst-Gleichung. Wir können mit dieser Gleichung aufzeigen, dass sich für Kalium, wir werden sehen, das gilt auch noch für andere Ionen, ein definiertes Gleichgewichtspotential einstellt. Gleichgewichtspotential für Kalium. Für beide Potenziale, das heißt also für das elektrische und für das chemische, können wir eine Formel aufstellen, die das thermodynamische Potential Delta G beschreibt. Näheres erfahren Sie oder haben Sie schon erfahren in dem Modul der physikalischen Chemie. In diese Formel gehen zum Beispiel die Variablen Temperatur, Volumen, Masse, Entropie, also Wärmeübertragung, Enthalpie, Energie eines Systems ein, die sich teilweise als eigenständige Variablen in der Formel wiederfinden, wie zum Beispiel Temperatur und Wertigkeit des Ions, beziehungsweise in den Konstanten R und F, über die wir uns hier nicht den Kopf zerbrechen müssen. Zur Erinnerung, im Ruhezustand der Zelle gilt für K+, chemisches Potential ist gleich elektrisches Potential. Heißt also, wenn man die beiden Gleichungen nach E, das heißt dem elektrischen Potential, auflöst, das wir ja messen, und anstatt des natürlichen, den dekadischen Logarithmus einsetzen, kommt man zur vereinfachten Nernst-Gleichung, wie sie in der Biologie Anwendung findet. Gebräuchlich ist eine vereinfachte Form der Gleichung, bei der R, F und T 37 Grad sowie der Umrechnungsfaktor zum dekadischen Logarithmus und die Ladung, hier bei Kalium gleich 1, in eine Konstante gefasst werden. In der bisherigen Betrachtung haben wir festgelegt, dass die Kaliumkonzentration innen um den Faktor 20 höher ist als außen. Rechnen wir doch einmal nach, ob wir mit der Nernst-Gleichung auch den Wert finden, den ich bisher immer angegeben habe. 80 Millivolt für Kalium. Siehe da, es passt. Wichtig: In der Nernst-Gleichung ist kein Term eingefügt bezüglich der Permeabilität oder der Leitfähigkeit des Ions, das betrachtet wird, sondern die Nernst-Gleichung besagt, dass der Wert
das Membranpotential darstellt, das den Konzentrationsgradient des Ions gerade ausgleicht, sodass der Nettostrom gleich 0 ist. Hier in dieser Grafik mal dargestellt eine Steigerung der extrazellulären Kaliumkonzentration in Abhängigkeit von der Membranspannung. Steigert man die extrazelluläre Kaliumkonzentration, dann gibt es, wenn man die Nernst-Gleichung einsetzt und eine logarithmische Skalierung anlegt, eine Gerade. Kurz, hier zwei Werte, damit es einleuchtet. In einem Tintenfischneuron sind innen zum Beispiel 400 Millimolar Kalium und außen 20 Millimolar. Bei dieser nativen Situation ergibt sich, wenn das Rohpotential nur von Kalium abhängig wäre, wie eben berechnet, ein Potential von minus 80 Millivolt. Ich hoffe, das ist soweit allen klar. Erhöhe ich nun sukzessive außen die Kaliumkonzentration bis auf 400 Millimolar, das heißt bis zur Äquimolarität innen und außen, dann verändert sich die Spannung bis 0 Volt. Die Spannung ist gleich 0, klar, wo kein Konzentrationsgradient, da auch kein Bedarf, ein elektrisches Potential aufzubauen, trotz geöffneter Kaliumkanäle. Sieht man sich nun aber die In-vivo-Situation an, dann sehen wir, dass das Ruhepotential nur dann allein von Kalium abhängt, wenn die Kaliumkonzentration außen sehr hoch ist. Im physiologischen Bereich werden nie die hypothetischen Werte erreicht. Ergebnis: Bei niedrigen Kalium-Außenkonzentrationen ist das Ruhemembranpotential weniger negativ als das errechnete Gleichgewichtspotential für Kalium nach Nernst. Die Folgerung daraus ist, dass es einen Gegenspieler geben muss, die Membran also für weitere Ionen permeabel ist und dass diese Ionen das Membranpotential in den positiveren Bereich hinein verschieben. Dieser Mitspieler ist hauptsächlich Natrium. Und da Natrium im Gegensatz zu Kalium außen wesentlich höher konzentriert ist, zum Beispiel 150 Millimolar außen zu 15 Millimolar innen, besteht also das Bestreben, entsprechend des Konzentrationsgefälles in die Zelle zu gelangen. Und dieses Bestreben wird immer stärker, je mehr Kalium aus der Zelle austritt, da zu dem chemischen Potential nun auch noch ein elektrisches Potential aufgebaut wird. Allerdings würde Natrium im Ruhezustand der Zelle in gleicher Weise in die Zelle gelangen wie Kalium aus der Zelle, dann müsste die gemessene Spannung viel positiver sein. Heißt, berechnen wir doch mal mit Nernst das Gleichgewichtspotential für Natrium und Kalium. Sie sehen hier die Werte der Konzentrationen für Kalium-Natrium. Die Berechnung nach Nernst führt dazu, dass das Ruhepotential ungefähr bei minus 17,3 Millivolt liegen müsste und weit weg von den physiologischen Werten, die wir messen, von 65 Millivolt. Bedenken Sie, es gibt die gleiche Permeabilität. Die Rechnung nach Nernst rechnet nur mit den unterschiedlichen Konzentrationen. Das heißt, es fehlt noch ein Term in dieser Rechnung. Der gemessene Wert ist ja deutlich negativer und liegt viel mehr in der Nähe des Kaliumgleichgewichtspotentials als in der Nähe des gemittelten Wertes nach Nernst. Dafür ist die unterschiedliche Durchlässigkeit für Kalium und Natrium in der ruhenden Nervenmembran verantwortlich. Wir werden noch sehen, dass sich die Durchlässigkeiten für die Ionen, ich greife auf die Vorlesung morgen vor, wenn wir das Aktionspotential besprechen, bei anderen Spannungen verändern können. Ist die Zelle jedoch in der Ruhe, gilt, die relativen Permeabilität für Kalium ist hoch und für Natrium ist niedrig. Und diesen Faktor müssen wir nun in die Nernst-Gleichung integrieren. Daraus ergibt sich dann die Goldmann-Gleichung. An einem Beispiel, das der physiologischen Realität entspricht, möchte ich Ihnen den Einsatz der Goldmann-Gleichung verdeutlichen. Voraussetzung: Die schon genannten Konzentrationsunterschiede von Kalium und Natrium mit umgekehrten Vorzeichen. In vivo ist die Membran aufgrund des Vorhandenseins der geöffneten Kaliumkanäle aber um den Faktor 40 permeabler für Kaliumionen als für Natriumionen. Setzt man nun diesen Faktor in die Goldmann-Gleichung ein, dann ergibt sich daraus eine errechnete Membranspannung, die genau dem gemessenen Wert an der Zelle entspricht. Minus 65 Millivolt.